Wir sind jetzt bei der Firma Wangenart. Ich habe neben mir den Herrn Klaus Wangen und wir sind hier auf den Stand aufmerksam geworden, weil hier ganz interessante Skulpturen stehen. Und diese Skulpturen nennen sich Klangkörper. Und meine erste Frage ist, warum heißen die Skulpturen Klangkörper und nicht Lautsprecher? Ja, wir wollten, weil die sind aufgebaut wie ein Musikinstrument und nicht wie ein herkömmlicher Lautsprecher, die ja meist mit Kolben-Hub-System funktionieren, haben wir ein System entwickelt, wo wir über Biegewellen, sogenannte Biegewellen-Schallwandler, die Musik an die Fläche, an das Holz abgeben von innen. Die sind aufgebaut wie ein klassisches Musikinstrument. Wir haben also eine Decke, einen Boden, also einen geschlossenen Resonanzkörper mit F-Löchern, einem Stimmstock, wo wir von innen mit einem elektrodynamischen Antrieb den Ton erregen, die Fläche erregen, die dann einen Ton erzeugt. Okay. Für welche Art von Musik ist denn der Klangkörper oder ich nenne es jetzt mal, diese besonderen Klangskulpturen geeignet? Eigentlich für jede Art von Musik. Natürlich, wo der Schwerpunkt ganz klar auf Jazz und Klassik liegt. Alles, wo Holzinstrumente im Prinzip spielen. Bei Elektronik, Pop wird es ein bisschen schwieriger, ist aber auch hörbar. Aber der Schwerpunkt ist, wie gesagt, bei der Klassik. Weil man muss sich vorstellen, Holz ist ja ein sogenanntes aktiv-akustisches Material. Nicht umsonst ist im absolut hochwertigen Musikinstrumentenbau angefangen vom Flügel über Streichinstrumente, über Gitarren, immer Holz angewendet und das hat halt riesen Vorteile. Die Entwicklung geht auch die letzten Jahre, selbst im Boxenbau, im herkömmlichen Boxenbau dahin, dass man immer mehr Holz einsetzt und damit wirbt, dass es den Klang positiv beeinflusst. Und wir haben das dadurch aufgenommen, dass wir gesagt haben, wir halten uns sehr strikt an der originalen, über 500 Jahre etwa traditionellen Musikinstrumentenbau-Vorgabe. Wir gehen also hin, bauen unsere Klangkörper aus gespaltenem Tonholz. Das ist das Tonholz, was etwa ab die Fichte, die etwa bei 1000 Meter Höhe wächst, ab 1000 Meter Höhe und bauen das zu einem Resonanzkörper, den wir dann mit diesem elektrodynamischen Antrieb von hinten erzeugen, was via Bluetooth und über Wi-Fi dann angetrieben werden kann. Okay. Wir hatten ja vorher schon die Gelegenheit einer kleinen klanglichen Kostprobe. Wir müssen sagen, das hat sich schon sensationell gut angehört. Was mich jetzt noch interessieren würde, diese Ausstellungs- ich nenne es jetzt mal Ausstellungslautsprecher, gibt es die auch in unterschiedlichen Größen und auch in unterschiedlichen Holzarten? Holzart ist nur, ich würde mal sagen, sehr eingeschränkt möglich. Also das Wesentliche bei der Gebirgsfichte ist ja die Schnelligkeit. Und diese Schnelligkeit, das einzige Holz, was man noch alternativ nehmen könnte, wäre eine Pappel, die auch früher schon im Musikinstrumentenbau verwendet wurde. Aber die Pappel ist aus optisch-ästhetischen Gründen nicht das, was wir so bevorzugen. Also nehmen wir lieber die Gebirgsfichte, weil die Gebirgsfichte einfach von ihrer ganzen Struktur ein schöneres Spaltbild ergibt. Okay. Und von der Größe her gibt es auch, sagen wir mal, kleinere Modelle? Ja, wir haben uns auch bei der Größe am Musikinstrumentenbau orientiert. Und zwar die Breite ist zum Beispiel genau die Breite von einem Cello, weil nur in dieser Breite von etwa 44 cm das Holz den optimalen Wiedergabe der Biegewelle hat. Bei der Höhe haben wir viele Tests gemacht, also die Entwicklung ging über 3 Jahre. Wir haben über 50 Prototypen gebaut und haben das ausprobiert. Wir haben hier ein Volumen von etwa 127 Liter, was nach unserer Auffassung das optimale Verhältnis ist von Breite zu Höhe für dieses System. Auch diese doppelten T-Löcher, also die hier wie beim Cello oder beim traditionellen Instrumentenbau das F-Loch ersetzen, sind genau so positioniert und ausgerichtet, dass sie die optimale Brechung der Linie in der Fläche ergeben. Und nur so kriegt man an diesen vollen Klang hin. Das muss man sich vorstellen wie bei einem Menschen. Ein Pavarotti hat auch eine wesentlich
kräftigere Stimmlage, Körperabstrahlung als ein, ich sag mal, 60 Kilo schwerer Kontertenor. Das kann der niemals leisten, was ein Pavarotti auf der Bühne leisten kann. Ja. Allein von der Körperschall. Ich hatte mal das Glück, mit einem Cellisten zu sprechen, der selbst mal mit Pavarotti zusammen ein Konzert gegeben hat. Und er sagt, im Umkreis von 3 Meter um ihn rum, um den singenden Pavarotti, kann man seine Vibrationen, seinen Körperschall spüren. Ja. Gut, jetzt sind wir hier auf der Messe, auf der High-End. Der ein oder andere Zuhörer oder Zuschauer mag sich vielleicht fragen, wo kann man sich denn das außerhalb der Messe anhören? Ja, bei uns, wir haben also einen etwa 300 Quadratmeter großen Showroom in Prüm in der Eifel, mitten im Wald, wo wir diese Flächen, also auch diese Klangwände und auch diese Klangkörper unter realistischen Bedingungen präsentieren. Wir haben auch 2 Wohnungen, wo man sich einmieten kann und dann während des Aufenthalts die Musik, die man selbst von zu Hause mitbringen kann, genießen kann. Das ist eine gute Idee. Das könnte man wunderbar mit dem Urlaub verbinden. Die Flasche Rotwein stellen wir. Sehr gut. Dann zum Schluss vielleicht noch eine Frage, so eine Faustregel, womit muss man finanziell rechnen? Was kostet denn so ein schmuckes Paar? Also es geht los bei der Passivvariante etwa beim Boxenpaar für etwa 14.000 Euro im Verkauf und bei der Aktivvariante liegen wir bei etwa 20.000 Euro pro Paar. Also inklusive allem, was man braucht. Sie brauchen nur noch eine Steckdose und können mit Ihrem iPhone oder iPad sofort anfangen, Ihre Musik, Ihre persönliche Musik, Lieblingsmusik zu hören. Und das Glasel Rotwein ist wahrscheinlich dann auch schon mit dabei. Jetzt, zu jedem Boxenpaar gibt es eine Flasche Rotwein. Das dachte ich mir. Gut, dann sage ich vielen Dank und ich wünsche noch viel Spaß und viel Erfolg auf der High End. Vielen Dank, danke Ihnen.